komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man Proud Mary als Instrumentalstück auf einer sechsseitigen akustischen Gitarre spielen kann. Kapataz habe ich am zweiten Bund, beginne mit dem bekannten Intro, spiele den ersten Takt zweimal. 3, 4. Jetzt bin ich bei diesem D, spiele noch einmal das komplette Intro und beim G spiele ich eigentlich nur die zwei Leerzeiten, also die drei spare ich mir. Ich habe es zwar aufgeschrieben, aber ich spiele es nicht. Also ich spiele jetzt die komplette Einleitung, das komplette Intro. 3, 4. Dass ich ganz leicht perkussiv auf die Saiten schlage. 3, 4. Jetzt bin ich am Ende der Zeile. Jetzt wiederhole ich alles, spiele die komplette erste Zeile, langsames Tempo. 3, 4. Ganz langsam. 3, 4. Jetzt habe ich die ersten zwei Takte gespielt und die komplette Zeile ist immer der D-Akkord und Wechselbass. Also der geht jetzt ganz beständig durch. Ich spiele nochmal die ersten zwei Takte. 3, 4. Gespielt. 1, 2, 3, 4, bin an dieser Stelle hier. Jetzt spiele ich es noch einmal. 3, 4. Jetzt spiele ich die restlichen zwei. Zweite Zeile. 3, 4. Dann spiele ich die ersten zwei der dritten Zeile. Teil von hier weg bis hierher. 3, 4. A7, dann kann ich sauberer spielen. 3, 4. 3, 4. Noch einmal. 3, 4. Jetzt geht es in H-Moll, also B.
dadurch, dass ich den Zeigefinger in die Höhe halte. 3, 4. Zwei Takte. 3, 4. Dann kann ich von vorne beginnen. Ich wünsche jetzt viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.